Wäre auch mal eine Idee. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, ich bin hier richtig. Huch. Mano. Buhu. Guck mal, ob ich mir ein bisschen Mana sparen kann. Sehr schön. Hast sogar Mana dabei verdient. Bisschen Leben verloren, aber was soll's. Da bis jetzt das Spiel nicht scheitern. Große Heilung. Gebrüll. Ja, lasst euch weiter oben. Was? Ich war gar nicht da. Das sind alles Lügen. Man kann, glaube ich, die... Nein, ich werde das nicht spoilern. Nein, ich werde das nicht... Ich lasse das mal ausnahmsweise. Rune des großen Manas. Doch kleine Mana. Was? Oh, es gab so sehr viel. Jo, schrei du mal. Der Soundtrack gerade. An sich liebe ich den Soundtrack, aber der ist jetzt von der Höhle, finde ich jetzt nicht so toll. Da habe ich wirklich schon besseren Soundtrack gehört. Das kannst du nicht einfach so sagen, was? Seht, Herrin, noch mehr von Gul'dans Glyphen. Ja, Gul'dans Bericht wird zunehmend verzweifelter. Hier steht. Das ist eigentlich sehr cool mit den Berichten. Ich würde nicht aus der Hand den Augen und Dorn bluten. So gebe ich mich nicht geschlagen. Ich bin Gul'dan. Jo, steht über dir. Über dir, verdammt. Natürlich alles mit Blut an die Wand geschrieben. Hier die Statuen. Ich finde die ganze Idee sehr cool mit den Nagadis. Also ich finde die Story richtig gut davon. Frag mich sowieso, warum die nicht ins Spiel dazu kamen. Also World of Warcraft jetzt. Aber so ein beschissenes hier. Blutelfenkram dazu. Irgendwelche, die irgendwo hergenommen wurden, die es gar nicht gab. Hier die Gnome. Und am allerschlimmsten die Aliens bei den Menschen. Ich habe aber gerade... Ach, das geht doch gar nicht. Ich hab vergessen, wie die heißen. Drenai. Ein Drenai gibt es ja in der Warcraft 3. Sorry, klar gibt es die, werden in Büchern erwähnt, aber es gibt sie an sich nicht. In den Spielen. In den Originalspielen. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe vielleicht aus Warcraft 1 oder 2. Aber ich habe sie beide gespielt und ich habe keine Drenai bemerkt. Kann es sein, dass ich blöd bin oder so? Aber ich habe, wie gesagt, nichts von mitbekommen. Weiß nicht, woher die nehmen. Müsst vielleicht gleich mal googeln. Juhu! Was ist da oben? Da soll ich vielleicht auch mal hinhüpfen. Aha. Eine Steinmarke. Hat sich fast gelohnt. Oh, was war das gerade für ein heftiger Lag? Die Bogenschützen dürften auch eigentlich mal was machen. Schweres, verfallenes Tor. Das könnten Illidan und seine Handlanger sein.
die Suche nach Ildan abgeschossen. Hüpf! Die kann ich anschließen. Nein! Wächterin Shadowsong, ihr habt es endlich geschafft. Ich wusste es. Der Flügel. So. Ihr seid wahnsinnig. Ach. Einsamkeit kann den Verstand zerstören. Da ihr mich lange Jahrhunderte in der Dunkelheit angekettet habt, ist es nur rechtens, dass ich euch ebenfalls begrabe. Uh-oh. Ich muss zu Shando Stormrage und ihn über den Verrat seines Bruders informieren. Mit meiner Macht kann ich entkommen. Doch ich fürchte, für euch anderen gibt es keinen Weg hinaus. Geht, Herrin. Die Göttin wird uns den Weg ins Jenseits erhellen. Ich werde euch nie vergessen, meine Schwester. Ihr sollt gerecht werden. Ich schwöre es. Ja, geh doch. Nun aber muss ich einen Weg hinausfinden, bevor dieses... Ich will, dass auch nur die Höhle hinter den Steinen abstürzt. Sehr cool. Jo, komm. Ach du Heilige. Weil eigentlich hier über die Wand springen hat doch nicht so ganz funktioniert, wie ich es denn wollte. Ich hätte vielleicht zuerst beflügelt hochgehen sollen, weil dann geht die Kuhle davon sehr stark runter. Da kannst du nämlich fast jede Sekunde aktivieren, das ist das cool dann. E ist der Shortcut, okay. Ja, wie? Guck mal, einer kann gerade noch killen. Moment, ich muss ganz kurz mal gucken, wo der Weg entlang geht. Weg gespart. So, ohne Blink durchgekommen. Da unten entlang. Ja, lasst mich in Ruhe, ich brauche euch nicht. Ihr seid voll uncool. Noch. Verdammt, schon vielleicht der Drop was. Können ja gerade ein bisschen abchillen und so. Oh, hallo. Aber jetzt kann ich gerne eigentlich noch alle finden, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen spät. Warum leckt denn das jetzt so? So, das ist mal wieder. Keiner, warum es gerade eben so angefangen zu laggen. Oh, ist dann vielleicht da oben hin. Ah! Oh, hat nur 50 Sekunden Zeit, gar nicht aufgefallen. Okay, cool. Ja, so sah es ja nicht ganz aus. Da war nämlich kein Manorot dabei. Aber fast gleich. 24 Minuten, das ist wieder mein Part. Oder
2 sogar fast. Ich komme schon gerade noch ein bisschen auf, weil ich es kann und so. Achso, vorlesen. Kapitel 4, Zorn des Verräters. Stunden später rang Maiev schwer verwundet und erschöpft in die relative Sicherheit ihres Stützpunktes zurück. Hat mich gerade verschluckt. Was ist passiert, Herrin? Wo sind Naisha und die anderen? Sie sind verloren. Illidan fand das Auge von Sargeras und begrub mit dessen Macht unsere Schwestern bei lebendigem Leibe. Nun will er uns Verbliebene auch noch ausschalten. Uns bleibt nur die Möglichkeit, nach Kalimdor zurückzusegeln und Shando Stormrage wissen zu lassen, was sein Bruder plant. Petze. Illidans Streitmacht ist hier. Wir können nicht entkommen, aber vielleicht Verstärkung rufen. Holt die Botin herbei. Sie muss die Küste erreichen und nach Kalimdor segeln. Mit etwas Glück ist Shando Stormrage hier, ehe wir überwältigt werden. Beeilt euch, Schwester. Oh, toll. Die Botin ist in Schwierigkeiten. Beschützt sie. Tor Elisa Terranal. Da können die auch gleich alle selber gehen, anstatt die Botin zu schicken. Ah, okay. Wir rushen das einfach ganz schnell durch, würde ich sagen. Kann die Boote eigentlich irgendwas heilen? Toll. Weil das Level, ich erinnere mich, glaube ich, sogar an das Level wieder. Das war, glaube ich, sau anstrengend. Falls man es nicht durchrusht, sowas, glaube ich, war da. Oder ja, ne, erinnerst du dich an das Level? Bin ich ja beruhigt. Ein Glück, dass wir euch gefunden haben. Natürlich muss man ganz außen rumlaufen. Wer hätte es gedacht? Oh mein Gott, ein SMS. Ich bin gleich hier da.